So, moin Freunde, unterwegs in den Alpen 2021, Startschuss. Wie ihr seht, ich bin nicht allein, diesmal Janine mit dabei. Sag mal hallo. Hallo. Wenn wir nicht mehr so frisch aussehen, das liegt daran, dass wir eine sehr, sehr kurze Nacht hatten. Eine sehr chaotische Fahrt, ich will da auf die einzelnen Sachen gar nicht so weit eingehen. Und gerade auch noch am Fernpass sind, mit Blockabfertigung und hast du nicht gesehen. Ja, es ist lange ruhig gewesen auf dem Kanal. Es wird sich jetzt wieder ändern. Ich muss allerdings noch ein bisschen langsam machen, tatsächlich. Aber dennoch wollte ich es mir nicht nehmen lassen, dieses Jahr in die Alpen zu fahren. War ja in der letzten Zeit etwas schwierig, ihr wisst warum. Und ja, wir fahren an einen nicht ganz so unbekannten Ort. In der Gegend waren wir beim letzten Alpenabenteuer, nämlich ins Passaiatal. Allerdings diesmal etwas nördlicher. Der Ort heißt St. Martin. Der Ort St. Martin im Passaiatal. Das Navi sagt jetzt noch 2,5 Stunden, aber TomTom ist ja immer recht. Ja, ich mal optimistisch. Ich glaube da noch nicht so dran, nach dem, was wir schon hinter uns hatten. Hoffentlich kommen wir heute noch an. Also die geplante Ankunftszeit ist 18.45 Uhr. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir auch noch irgendwie was zu essen oder so bekommen. Ja, ich habe jetzt mal die Rolle als Beifahrer eingenommen, ist auch ganz angenehm. Kann ich hier so ein bisschen gucken. Und wenn ihr wollt, seid diesmal wieder mit dabei. Es gab ja etliche Anfragen, die das schon vermisst haben, das Format. Ich hoffe, dieses Jahr wird es erfolgreich, auch wenn es ein bisschen gediegener sein muss. Alles klar. Wir sind jetzt, glaube ich, schon über den Fernpass rüber, oder? Nee, geht jetzt auf jeden Fall wieder bergab. Zumindest nicht mit unserer Stimmung. So, der Fernpass. Ich sag mal so, die Strecke für die geizigen Deutschen. Wobei es bei mir gar nicht allein vom Preis her der Maut abhängt, sondern ich finde es tatsächlich angenehmer als die Brennergeschichte etc. Und landschaftlich vor allen Dingen schöner. So, jetzt ist hier auch in der Gangrichtung Chaos. Das um 16:30. Da denkt man doch, ja, da sind die meisten schon durch. Nee, eben nicht. Ja. Aber umso langsamer wir fahren, umso mehr können wir natürlich auch sehen. Man muss das auch immer ein bisschen positiv sehen. Hier, VW Käfer. So, ihr habt es vielleicht gesehen, wir haben gerade die italienische Grenze passiert und somit sind wir jetzt in Italien und das heißt auch, dass wir jetzt in Südtirol sind. Nach ein bisschen kompliziertem, ja wie sagt man, Passgewusel, weil wir wollten über einen Reschenpass fahren, weil wir es aber persönlich am liebsten machen, aber das Navi wollte es einfach nicht. Ja. Es wollte uns wahrscheinlich über den Jaufen oder übers Timmelsjoch sogar schicken. Wenn man mag, ja. Aber wir wollen halt auch irgendwann nochmal ankommen. Und ja, wir sind jetzt quasi auf der Zielgeraden. Jetzt haben wir noch 1:53 vor uns. Und das Wetter wird immer schöner. So, jetzt haben wir hier den wunderschönen Reschensee. Und dort hinten in der Ferne sieht man schon Ausläufer vom Ortlermassiv. Sehr schön. Da vorne kommt jetzt auch gleich dieser versenkte Kirchturm. So, da kommt er jetzt gleich. Der schöne Kirchturm hier. Obligatorische Aufnahme natürlich. Durchs dreckige Fenster. Hier eröffnet sich nun das wunderschöne Etschtal. Ja, und das bedeutet, wir sind im Finchgau angekommen. Herrlich. Hier schon die ersten Apfelplantagen. Ja, langsam sind wir auf der Zielgeraden und hier dieser Nupsi da. Ihr kennt der ein oder andere vielleicht noch aus Unterwegs in den Alpen 2017. Das ist die Mutspitze.
ruhig mal reinschauen. Sehr lohnenswerter Gipfel. Hier öffnet sich nun langsam der Talkessel von Meran. Und hier, da, seht ihr die Brauerei Forst. So, das ist so das Bier der Region. Und ich als norddeutscher Pilzliebhaber kann dieses Bier aber ebenfalls gut vertragen. Hier ist nochmal die Brauerei, ja, mit einem schönen Brauhaus. Und hier kann man auch Brauereiführungen, sag ich mal, unternehmen. Ah, das Navi hat uns mal wieder einen richtigen Spezialweg ausgesucht. Jetzt gurken wir hier durch die letzten Winkelgassen von Meran. Herrlich. Nach der Meran-Odyssee öffnet sich nun hier das Passaia-Tal. Meran war doch super, oder? Total. Ja, wir sehen schon pure Begeisterung. In einer Viertelstunde sind wir da. Auch nochmal hier ein schöner Reminder, ja, Salthaus, die Erinnerung an das Jahr unterwegs in den Alpen 2018. Dort ist die Hürzer Seilbahn. Der Campingplatz ist wirklich sehr zu empfehlen. Wir hatten dort wirklich eine schöne Zeit. Und hier gab es diese super Pizza, ne? War das nicht hier? Nee, das war am Alpenhof. Alpenhof hieß das. Das war hier. Hier gibt es Pizza. So, wir haben unser Brauhotel erreicht. Unglaublich. Es ist jetzt 7:35, 13,5 Stunden Fahrt. Und hier seht ihr schon den Braukessel. Aber jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir hier einchecken. Und wir führen beide schon seit Ewigkeiten den Kampf gegen die Blase. Bis später. So, Freunde, die finale Aufnahme. Wir sind hier jetzt angekommen. Und es war gar nicht so leicht, weil es gibt einmal ein Brauhotel. Ja, und da war auch die Rezeption und dann gibt es aber auch noch den Unterer Hof, oder wie das hier heißt, Unterhof, keine Ahnung, und das ist das Weinhotel, wie man es vielleicht auch so ein bisschen hinter mir sehen kann. Janine randaliert da im Hintergrund, räumt noch ein bisschen Kram zusammen. Wir sind schwer kaputt, eine anstrengende Fahrt, anstrengender Tag, aber das Essen ist auch nochmal der Hammer, da hatten wir heute echt den Glückstag nochmal erwischt. Heute war Grillabend. Und dann gab es erste Vorspeise, ein Caesar Salad, dann gab es einen Bärlauchtopfen oder was das war mit gerauchtem Zeug und dann noch das Grillgut. Und nicht nur 0815 Zeug, da haben die einfach mal ein richtig schönes Roast Beef draufgeknallt auf den Grill, Spare Ribs. Alles, was so das Herz begehrt und was noch dieser Fahrt gut tut. Ja, wir werden sehen, was morgen passiert. Nach diesem Tag müssen wir uns erstmal, glaube ich, ein bisschen erholen. Da können wir eigentlich schon den ersten Ruhetag fast einläuten. Das war somit die anstrengendste Fahrt, die ich bisher hatte in dieses Gebiet. Aber wir haben es überlebt. Und jetzt, gute Nacht.